Moin, mein Freund, was geht? Ich bin's wieder und dieses Mal hat mich Paula auf TikTok gefragt, ob ich hier eine Konfiguration komplett in Weiß für 1300 € zusammenstellen könnte. Da weiße Komponenten immer etwas teurer sind als normale, sage ich jetzt einfach mal, war das ein bisschen komplizierter, aber ich habe es geschafft. Ich habe da ein bisschen was zusammengebaut, auf Gaming ausgelegt. Also seid gespannt, was da alles so drin ist und wir starten direkt ins Video. Auf geht's! Ja, meine Freunde, wie gehabt, fangen wir an mit dem Gehäuse. Da habe ich mich entschieden für ein Fractal Design Pop Air RGB in Weiß natürlich. Mit drei vorverbauten Lüftern, das ist das Gute hieran. Hat eine Mesh-Front, das heißt, der Airflow ist hier auch gegeben. Wie schon gesagt, drei vorverbaute Lüfter, zwei in der Front, eine Rückseite. 120 mm Lüfter sind das, haben schon RGB-Beleuchtung. Ein super schönes Gehäuse, wie ich finde, wie wir hier sehen. Und auch mit Kabelmanagement hinten dran. Also von daher kann man viele Sachen verstauen, sieht schick aus und ist sogar aktuell zu erhalten bei Mindfactory für 85,23 €. Ja, und als Mainboard nehme ich hier ein ASRock B67 Pro D4 Version, also für DDR4 natürlich. Ein weißes Mainboard zu finden war ein bisschen schwierig, aber ich wollte darauf nicht verzichten, weil das war schon ein bisschen was hermacht im Gehäuse, gerade weil das Gehäuse eine Glasseite hat oder eine Glasscheibe drin hat. Deswegen habe ich mich hier für das ASRock entschieden. Und ja, wie gesagt, schon im Weiß, ganz solides Board. Wir haben hier viermal DDR4 Anschlüsse, da haben wir hier M2 Anschlüsse genügend, einmal sogar mit Kühlkörper hier oben. Dann haben wir einmal PCI Express 4.0 und zwei PCI Express 3.0 für Erweiterungssteckplätze, für Erweiterungskarten. Und solide Anschlüsse haben wir auch dabei. Wir haben hier die Klinkenanschlüsse, da haben wir fünfmal USB 3.0, einmal USB-C. Dann haben wir hier die 2,5 GB LAN-Box, zweimal USB 2.0, dann einmal DisplayPort und einmal HDMI, den ihr sowieso nicht benutzt, da ihr eine Grafikkarte verbaut habt. Genau, also aktuell zu bekommen ist das gute Dingen hier bei Mindfactory für 128,99 €. Ja, meine Freunde, und als Prozessor benutze ich ein i5 13600KF. Ohne Onboard-Grafik von der CPU natürlich. Braucht ihr eh nicht, da wir später noch eine Grafikkarte verbauen werden. 14 Kerne, 20 Threads, 5,1 GHz im Turbo und 3,5 GHz in der Basistaktung. Absolut super gute CPU zum Streamen, zum Gamen, absolut ausreichend. Ihr könnt sogar noch Videos schneiden, wenn ihr wollt. Aktuellste Generation von Intel Raptor Lake Generation. Super CPU zum Spielen, wie schon gesagt, und ist sogar günstig zu erhalten bei Mindfactory für 298 €. Ja, die CPU möchte auch gekühlt werden und das übernimmt hier der BigQuiet Darkrock 4 mit einer TDP-Klasseführung von 200 Watt. Wenn wir uns erinnern, der i5, der hatte max 181 Watt TDP. Das heißt, wir bekommen hier auch keine Probleme bei der Kühlung von der CPU. Ja, ist super guter CPU-Kühler und ist sogar günstig zu erhalten für 64,89 € bei Mindfactory. Ja, und als RAM setze ich natürlich auch auf ein weißes RAM-Kit fürs Design, sogar mit RGB. Und zwar kommt hier zum Einsatz das Corsair Vengeance Kit 32 GB, DDR4 3600 MHz und CL18 Timings. Also ein super schneller DDR4-RAM, wie ich finde. Und sieht auch noch schick aus mit RGB, ja. Passend zum Board und zu den anderen Komponenten. Ist aktuell zu bekommen bei Mindfactory für 83,88 €. Ja, und das Herzstück eines jeden Gaming-Rechners ist hier natürlich die Grafikkarte. Und ich setze diesmal auf eine Radeon RX 6700 XT von Sapphire Nitro Plus hier. Genauer gesagt, sie sieht gut aus. Sie hat weiße Komponenten. Das heißt, sie passt auch so ein bisschen zum Mainboard und zu den anderen Sachen, die wir verbauen. Wie gesagt, sieht schick aus. Ihr seht es selber auf den Bildern von der Seite, auch mit RGB-Beleuchtung. Die Backplate sieht schick aus, ist auch ein bisschen RGB beleuchtet. Solide Grafikkarte in einem guten Preissegment für aktuell 477 € und einem Cent bei Mindfactory zu erhalten sogar. Ja, und als Speicher benutze ich hier natürlich eine NVMe-SSD. Diesmal ist es die Western Digital SN570 in der 1 TB-Version.
1 TB ist zwar etwas wenig, aber für den Anfang nicht schlecht, man kann ja immer noch nachrüsten. Aktuell auch relativ günstig zu erhalten, und zwar bei Cyberport für 39,90 €. Und die Power für dieses System kommt von einem BQL Pure Power 12, 750 Watt Netzteil, super gutes Netzteil, voll modular, 80 plus Gold zertifiziert und 10 Jahre Herstellergarantie. Da seid ihr gut aufgestellt mit diesem Netzteil, da sollte auch nichts passieren in 10 Jahren. Ich habe noch nie erlebt, dass, also bei mir ist zumindest noch nie ein Netzteil abgeraucht. Ja. Wie gesagt, super gutes Netzteil, ist sogar mit ATX 3.0 bereits ausgerüstet. Kommt bei uns jetzt hier nicht zu tragen, weil wir eine Radeon-Karte verbaut haben. Wer da mal umrüsten möchte auf eine neuere Nvidia-Grafikkarte, ist das nice to have. Ja, ist auch aktuell zu bekommen, relativ günstig, für 113,90 € bei Computer Universe. Oder wenn ihr die 10 Cent noch habt, für 114 € bei Mindfactory. Da sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Jetzt gehen wir noch kurz darauf ein, wie der Preis natürlich ist, das Allerwichtigste. Wir haben hier verbaut die SSD, dann haben wir hier die CPU, das RAM-Kit, dann die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Macht einen Gesamtpreis von 1291,80 €. Also, ich bin hier unter 1300 € geblieben und habe natürlich probiert, das Beste aus dem Budget und aus dem System rauszuholen. Hätte man jetzt auf das Weiß verzichtet, dann hätte man natürlich ein bisschen mehr rausholen können, was die Komponenten angeht. Allerdings ist das ein solides System, wie ich finde, womit man Spaß hat für die nächsten Jahre und ordentlich zocken kann. Und ja, ich hoffe, Paula, dir hat das gefallen und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen vor allem. Und ihr habt Inspiration bekommen für eure künftigen Systeme oder vielleicht baut ihr das so sogar nach. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst und einen Daumen nach oben und vielleicht sogar noch ein Abo. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.